Schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, euch nach Strich und Faden abzuzocken. Du machst jetzt keinen Rückzieher mehr. Wenn ich gleich die Klappe jetzt überlege ich es mir wirklich nochmal. Frau Siebert, kann ich Sie kurz sprechen? Was ist denn? Ich glaube, ich muss etwas klarstellen. Paul kann nichts dafür, dass wir uns verirrt haben. Wie darf ich das verstehen? Wir haben gestritten. Und ich bin weggelaufen. Und Paul hinterher. Bloß deshalb wurden wir von der Gruppe getrennt. Es ist also nur meine Schuld. Und das ist auch wirklich die Wahrheit? Das ändert den Sachverhalt natürlich. Paul, kommen Sie mal. In Anbetracht dessen, was Anne mir eben gesagt hat, hebe ich somit die Suspendierung auf. Sie dürfen bleiben. Anne, Sie natürlich auch. Schließlich muss Mut zur Wahrheit belohnt werden. Na, wie habe ich das gemacht? Dafür hast du einen guten. Jetzt muss sie sich noch entschuldigen. Ist noch etwas? Nicht? Gut, dann würde ich vorschlagen, dass Sie Ihre Tasche jetzt wieder auspacken gehen. Ja? Kann ich dich im Moment sprechen? Jetzt? Muss das sein? Ich halte es für keine gute Idee, wenn man dich abends in meinem Zimmer sieht. Ich kann dir versprechen, es wird nicht lange dauern, aber ich lasse mich nicht einfach so abspeisen. Also gut. Was ist? Heute Nachmittag hast du mich vor dem gesamten Kurs niedergemacht. Du hast mich nicht einmal zu Wort kommen lassen, als ich dir erklären wollte, wie es wirklich gewesen ist. Ich verstehe nicht, wieso du immer noch darauf herumreitest. Ich habe deine Strafe doch schon längst wieder aufgehoben. Das reicht mir nicht. Wie bitte? Du kannst froh sein, dass ich Annes Aussage akzeptiert habe. Wahrscheinlich war es dir ganz recht, dass sie dich in der Höhle aufgehalten hat. Damit du dich später als Held und großer Retter aufspielen kannst. Ach, wäre es dir lieber gewesen, ich hätte Anne einfach da stehen lassen und wäre euch hinterhergegangen? Das sage ich gar nicht. Du widersprichst dir in einer Tour. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du mich unfair behandelt hast? Das Mindeste, was ich jetzt verdient habe, ist eine Entschuldigung. Mein Gott, ich hatte ja wohl einen Grund dazu, sauer zu sein. Wenn ich mir vorstelle, was alles hätte passieren können, dann wird mir jetzt noch ganz schlecht. Hör auf. Bei jedem anderen hättest du dich längst entschuldigt. Was willst du damit sagen? Dass du mich nicht fair behandelst. Und weißt du wieso? Jetzt bin ich mal gespannt. Weil du mich immer noch liebst. Und mich deswegen nicht normal behandeln kannst. Raus! Raus! Paul? Du hast recht. Tut mir leid. Und jetzt? Ich weiß nicht. Also, du hast angefangen. Küss mich. War das alles? Ich will dich. Jetzt.
Wie Mist, ich muss los. Nicht so schnell. Ich glaube, jetzt musst du wirklich gehen, bevor jemand Verdacht schöpft. Immer wenn es am schönsten ist. Da wäre es auch lieber, wenn du bleiben könntest. Ich könnte den anderen ja einfach sagen, ich bin noch spazieren gegangen. Und habe mich dann verlaufen. Und wo hast du dann geschlafen? Im Fuchsbau. Oder oben auf den Bäumen bei den Eulen. Oh, mein kleines Käuzchen. Was machst du? Mal checken, ob die Luft rein ist. Frau Siebert? Sind Sie da?